Ja, was die Marlon, grüß euch, die Buben. Ja, wie ihr seht, bin ich mal wieder unterwegs. Dschungel, na klar, nein, noch nicht. Und heute gibt es aber nichts Besonderes. Schlagen wir da noch ein bisschen durch, wenn wir noch eine Kleinigkeit zum Essen machen. Nur super Kaffee. Ein bisschen einen Kuchen dazu heute. Ein bisschen schlemmen, weil Sonntag ist. Und einfach nur gut gelassen. Also, wie gesagt, heute nichts Besonderes. Also, gehen wir. Wir haben einen schönen blauen Himmel, also perfekt eigentlich. Natürlich eine Menge hinige Bahn da drin. Ah, perfekt würde ich sagen. Asche abrauchen. Und trotzdem wächst er noch. Sind Sprossen drauf, also ganz frisch. Geil. Ja, ich hoffe, das kann man auf der Kamera sehen, denke aber schon, das ist wieder mehr Bärlauchfeld. So weit das Auge reicht. Bärlauch, wohin ich schaue. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie es da riecht. Ja, ich bin da wieder eine bekannte Gegend. Da hinter mir war ich schon am Wasser, aber die Bahn da unten, die schauen alle nicht mehr so recht freundlich aus. Es geht auch ein bisschen Wind ab und zu, da kracht es und kramt es überall. Also safe ist das da nicht. Ich werde noch ein Stückchen Fähre schauen. Tut vielleicht ein paar gesundere Baumsicht zum Wasser, man nicht bleibe halt herum. Suchen wir weiter. Ja, obwohl heute die Sonne schön scheint, haben wir trotzdem nur 6-7 Grad. Also es ist halt nicht so warm. Aber ja, stört uns ja nicht, oder? Weitersuchen. Gewaltig, diese Baumriesen, was da liegen. Hammer. Einfach nur Hammer. Geil. Jo, Freunde, und zum Thema Bärlauch. Passt auf das Zeug auf, nicht, dass ihr einen falschen erwischt. Also ein Bärlauch, nicht an einen Geruch. Weil wenn ihr das blaue Lamm in der Hand gehalten habt, stinken eure Finger nur noch Bärlauch. Ein paar wichtige Mittel, was es gibt. Bärlauch kommt immer aus einem Blau, hat einen dreieckigen Stiel, die Vorderseite ist glänzend und die Rückseite ist matt. Und das besonderste Merkmal, was ist, wenn es das Blau bricht, der Bärlauch knackt, hört es einmal zu. Also da wo ein Blau zu finden ist gar nicht so einfach, weil die Bäume da sind alle nicht mehr gesund. Ich denke, ich habe meinen Platz wieder gefunden. Ah. Die Bäume schauen da relativ gut aus, sind auch keine Hochen da. Ja. Jetzt habe ich nämlich schon Hunger. Ja, nehmen wir den, sagen wir mal. Ja. So, Platz ist hergerichtet. Es gibt heute einmal so eine Nudelsuppen, das ist noch eine vom Dennis, die da frisch ist. Und die werden wir jetzt machen. Ich glaube, 300 ml Wasser. Man kann nicht lang warten. Könnte man eigentlich ein bisschen Bärlauch dazugeben. Wenn ich schon im Bärlauchparadies bin, werde ich es auch gleich machen. Schneide mal gern. So, die kocht schon brav.
gerade noch ein bisschen ziehen lassen. Und dazwischen schneiden wir sie jetzt in Bärlauch noch langsam. Aha, so machen wir das. Jetzt gleich losgemein essen. Ja, ich würde sagen, gehen wir es einmal an. Ein gepflegtes Superl. Ja, die ist auch gut, muss ich sagen. Also ein Rindsuperl mit Bärlauch verfeinert. Ja, schmeckt gut. Ja, ich werde da jetzt einmal in Ruhe genießen. Bis später. So. Superl ist erledigt. Einmal schon ausgewaschen, einmal schon trocken wischen. Ein warmes Bacherl. Und jetzt kommt natürlich ein Käfchen. Ja, dazu gibt es heute ein Stück leckeren Kuchen. Haben wir daheim angeschnurrt. Sagen wir mal so, der fällt jetzt vom Kuchen. Meins. So, na, der ist schon soweit. Kurz vom Kuchen, passt. So soll es sein. Jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer, wenn kein Wind ist, ist angenehm. Ja, Freunde, Käfchen ist fertig. Und immer gilt der erste Gruß meiner Krankensaison. Gesund werden, passt auf euch auf, dass man nicht noch kranker wird und meine restlichen Gesunden nicht krank werden. Prost, Freunde. Wie immer. Und dazu jetzt noch einen leckeren Kuchen. Marmorkuchen. Ja, wie heißt so schön? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. So da. Werden wir das Lackerl noch vernichten. Dann werden wir wieder das Platzl sauber verlassen. Und da ist dann Heimat zur Familie noch, dass die auch noch was von mir haben. In Zeiten wie diesen.
Ja, viel zum Bozen gibt es heute da nicht wirklich. Erden. Der Rest stellt sich ja eh auf. Gehen wir. Ja, Freunde, das war es einmal wieder mit der Tour. Bin fast wieder am Parkplatz angekommen, einmal ein paar hundert Meter, dann bin ich beim Auto. Ich kann nur sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bleibt gesund und Servus die Malen und pfiat euch die Burschen.